Die bestbesetzte zweite Liga aller Zeiten ist für uns ein Grund, auch dort mal hinzuschauen. Die Wettfreunde haben die Top-Partien zum vierten Spieltag. Die zweite Bundesliga schreibt schon den vierten Spieltag. Höchste Zeit für die Wettfreundin, da mal wieder ein Auge drauf zu werfen. Ja, und wenn es um zweitklassiges Geschehen geht, ist natürlich der Jan nicht weit. Na, hallo Olli. Erstklassig, dass du wieder dabei bist. Ja, vor allem großartig, dass ihr dabei seid. Ja, beste zweite Liga aller Zeiten, wie es so schön heißt. Aber wenn man jetzt mal einen Blick auf die Tabellenspitze wirft, kann man da schon das ein oder andere Fragezeichen mal loswerden. Regensburg ganz oben, dann Dresden, KSC, St. Pauli, Paderborn. Ja, auch wenn ich ganz persönlich die eine oder andere dieser Mannschaften gern mal wieder in der Bundesliga sehen würde, ist das jetzt nicht unbedingt das, was zu erwarten gewesen war. Oder? Nein, da hat man eigentlich Bremen und den HSV oben erwartet. Allerdings ja, dümpeln die gerade doch zum Teil mit erheblichen Problemen im unteren Mittelfeld herum. Ne? Ja, Problem ist dann auch das richtige Stichwort für unseren Einstieg. Freitagabend die Problemmannschaft schlechthin, ja, beinahe auch Bundesligist geworden nach dem Sommer. Holstein Kiel als Dritter über die Ziellinie, dann der Relegation gescheitert. Ja, und jetzt werden Erinnerungen an Eintracht Braunschweig wach, die ja 2016-17 die Relegation gespielt hatten, verloren. Nächstes Jahr sind sie dann abgestiegen in die dritte Liga. Ja, und jetzt nach 3:0-3 Niederlagen und einer, ja, gerade noch geretteten Pokalpremiere stehen sie ja ohne Punkt und Tor am Tabellenende. Ja, müssen jetzt nach Düsseldorf. Da sind die Problemstörche aus Kiel tatsächlich auf einem guten Weg dahin. Ja, 0 Punkte, 18. Tabellenletzter. Also das lief jetzt echt nicht gut. Ja, jetzt müssen sie kann man so sagen. Den längsten Tresen der Welt, ja, Düsseldorf bestimmt mit Zuschauern dann auch ordentlich heimstark. Ne? Aber ja, allerdings jetzt, naja, 3 Punkte, 14. 2:0 gegen Nürnberg vergeigt. Das ist jetzt auch nicht so super, was da die Rheinländer da abgeliefert haben. Das stimmt. Erstmal war das nochmal aufzugreifen, Fortuna ja selbst ohne Zuschauer sehr heimstark, ja, war ja die zweitbeste Heimelf der letzten Saison, aber ja, der Trend ist jetzt nicht so, wie man sich das gewünscht hatte, da sind ja positiv gestartet mit einem 2:0 gegen Sandhausen, ja, dann gab es die etwas unglückliche Niederlage oder extrem ärgerliche Niederlage gegen Bremen, das 2:3 in der allerletzten Sekunde oder 97. Minute oder wann auch immer, ja, und jetzt das 0:2 gegen Nürnberg, auch ärgerlich, weil es eigentlich unnötig war, das war so ein, ja, 50-50-Spiel, was eigentlich beide Mannschaften gewinnen hätten können und in beiden Fällen hätte man gesagt, es war verdient oder okay, ja, aber ja, in dem Fall waren es eben nicht die Düsseldorfer, sondern der Club, der konnte es ja auch gut gebrauchen, seien wir mal ehrlich, ja, und ja, Trost könnte jetzt eben das Spiel gegen Kiel bringen, deutliche Favoritenstellung, eine 2,1 gibt es für einen Heimsieg, eine 3,6 für einen Unentschieden, 3,55 für die Störche. Ja, die ist ja nun wirklich bitter, bitter nötig. Wird das noch was? Nee, das wird, also das kann vielleicht noch was werden, aber jetzt nicht gegen Düsseldorf. Da rechne ich doch damit, dass die Düsseldorfer das Heimspiel ja nach Hause bringen. Ja, also ich kann mir im Moment auch nicht vorstellen, dass in der aktuellen Konstellation Kiel sich wirklich berappelt. Ja, das ist ja wirklich dermaßen gegen Baum gegangen. 3:0-3. Das einzig konsequente Resultat in Düsseldorf wäre auch 1:0-3. Natürlich bringt eine Quote von 21. Ja, gut, so schlimm muss es jetzt nicht kommen. Aber ich glaube nicht, dass Werner da jetzt so bald die Kurve kriegt. Ja, also für mich ein ganz großer Wackelkandidat da schon sehr früh in der Saison. Aber diese Dynamik, die spricht einfach ganz klar gegen die Störche. Und auch wenn sie in allen Spielen schon auch ganz gute Ansätze hatten, ja, aber gerade dann jetzt auch 0:3 gegen Regensburg, das ist einfach ernüchternd. Ja, Düsseldorf gewinnt. Ich würde sogar so weit gehen zu 0. Wie immer im Moment, wenn Kiel auf dem Platz steht, bringt eine 3,85. Ja, die haben ja Offensive doch schön verkauft. Ne? Ja, und Regensburg steht ja vielleicht auch nicht ganz so zu Unrecht da oben gerade. Naja. Karlsruher Sportclub gegen Werder Bremen, das wäre so Mitte, Ende der 90er noch ein absolutes Topspiel im deutschen Oberhaus gewesen. So können sich die Zeiten ändern. Ja, aber Karlsruhe, immerhin schön, dass sie auch mal in der zweiten Liga wieder gut mitmischen. Ja, gerade Zweiter mit 7 Punkten, 0:0 gegen Sandhausen, immerhin auch nochmal aller Ehrenwert. Ja. Und Bremen, naja, jetzt was war denn das hier mit dem 4:1 gegen Paderborn da mit der Niederlage? Also mit 4 Punkten und 11, da Bremen fällt ja gerade so ein bisschen auseinander. Ne? Ja, sie fallen völlig auseinander, muss man sagen. Ja, also der Kader ja erstmal, ja, also schon in der Woche vor diesem Debakel gegen Paderborn sind ja, glaube ich, 6 Spieler wieder verkauft worden. Ja, man darf Wetten abschließen, wie viele es in dieser Woche sind. Das ist, ja, also Markus Anfang ist da wirklich nicht zu beneiden. Ja, das wären es jeden Tag weniger und ja, so spiegelt sich natürlich dann ganz wenig überraschend auch in der Leistung wieder.
wieder. Ja, das war gerade in der Defensive, war sehr erbarmungslos. Da sind Toprak da die Bälle um die Segelohren gesegelt. Ja, also ich meine, Paderborn musste ja nur die Bälle nach vorne kloppen, ja, und immer entsprang eine Großchance letzten Endes, ja, also ganz, ganz schlecht verteidigt und ja, alles andere war ja auch nicht viel besser, aber die Defensive war eben so schlecht, dass das alles überlagert hat, ja. Und jetzt geht es eben gegen eine Mannschaft, die bis jetzt eigentlich sehr defensiv stark war, erst ein Tor kassiert, ja, zum Auftakt beim 3:1 in Rostock, ja, dann ein schönes 3:0 gegen Darmstadt, das 0:0 gegen Sandhausen oder in Sandhausen fällt natürlich jetzt etwas ab, gerade auch leistungstechnisch, ja, das war schon für mich überraschend, wie wenig ihnen da eingefallen ist, da diese natürlich defensiv stehenden Sandhäuser aus der Reserve zu locken, ein Spiel fast ohne Torchancen. Da werden sie sich sicher jetzt was vorgenommen haben für das doch immer noch prestigeversprechende Heimspiel gegen Werder, ja, und die Quoten gibt es auch her, dass sie sich da richtig anstrengen. Es gibt nämlich eine 2,7 für einen Heimsieg, das heißt sogar leichte Außenseite, 2,6 für Werder, unentschieden 3,4. Ja, ich kann mir aber da ein Unentschieden tatsächlich gut vorstellen. Ich will die Bremer auch jetzt noch nicht abschreiben und ich glaube doch, dass die Bremer sich da halbwegs besser verkaufen werden als gegen Paderborn, gerade weil es so ein prestigeträchtiges Duell ist. Ja, ich bin natürlich auch weit davon entfernt, die Bremer abzuschreiben, ja. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da jetzt so viel Unruhe ist, dass sie da wirklich erstmal so ein bisschen Ruhe reinbekommen, wenn dann das Transferfenster geschlossen hat, ja. Und wenn dann wirklich klar ist, wer denn jetzt überhaupt noch da ist und wer bleibt und ob vielleicht nicht doch sogar noch jemand neu dazukommt, ja. Bis dahin glaube ich, dass das eine sehr, sehr, sehr negative Entwicklung nimmt. Und ja, ich würde hier sogar volles Risiko gehen und einem KSC einen Handicap-Sieg zutrauen. Ja, das gäbe eine Quote so um die 4,0 ungefähr. Ja, das wäre hier mein Versuch, weil ja, das war einfach ernüchternd und bodenlos der jüngste Auftritt der Grün-Weißen. Und davor war es ja auch nicht viel besser. Ja, also so ganz überzeugend war es noch nie in dieser Saison. Und ja, die Tendenz zeigt nach unten. Naja, wie schlimm kann es werden, ne? Also Bremen, ja, sie hatten ja auch nichts, ne? Rostock gegen Dresden, unsere nächste Partie, die beiden Zweitliga-Neulinge, man kennt sich und zu Ostzeiten hätte man sich sogar noch gegrüßt. Ja, Rostock jetzt 9. mit 4 Punkten, Dresden aber man höre und staune 2. mit 7 Punkten. 2:0 gegen Hannover gewonnen und Rostock 1:1 gegen Heidenheim. Ja, das ist doch mal eine Bereicherung für die zweite Liga, diese beiden Mannschaften. Ja, definitiv. Bereicherung, ja, und ich könnte mir gerade vorstellen, dass Dresden sich da noch eine ganze Weile oben festbeißt. Mhm. Ja, und Rostock hat auch nachgewiesen, wie wir ja vermutet haben, schon im Vorausblick, dass sie da eine ganz ordentliche Rolle spielen können, nicht mal zu den krassen Außenseitern oder Abstiegskandidaten zu zählen sind. Ja, das waren bis jetzt immer ordentliche Vorstellungen, selbst die Auftaktniederlage daheim gegen KSC war unverdient, definitiv, ja, dann richtig ein rausgehauen in Hannover, ein 3:0, jetzt das 1:1 in Heidenheim auch alle ehrenwert, zumal sie die unmittelbar vorher schon im DFB-Pokal rausgeworfen haben, also alle Achtung, ja, und ja, Dresden, das ist nicht nur sehr heimstark, ja, sondern eben auch beim HSV gepunktet mit 1:1, obwohl das ja in den vergangenen Jahren, so oft sind sie ja nicht in der zweiten Liga über den Weg gelaufen, aber wenn, dann gab es in Hamburg nie was zu holen, jetzt eben schon. Und deswegen wird das ein richtig munteres Topspiel am Samstagabend, wenn man mich fragt. Und das sagen die Wettanbieter ganz genauso. Die haben dann noch nicht mal eine klare Präferenz. Ja, also 2,6 Heimsieg, leichte Favoritenstellung, aber 2,8 Dresden direkt dahinter für einen Auswärtssieg. Unentschieden 3,4. Ach, ich traue da den Rostockern doch einen Heimsieg zu. Ich glaube, das gibt ein schönes Spektakel mit Toren, aber Rostock wird es am Ende für sich entscheiden. Ja, das ist ein Spiel, in dem ich mir auch auf jeden Fall alles vorstellen kann. Ja, da ist eine Menge drin, Führungswechsel und rote Karten, Elfmeter, was weiß ich. Ja, alles ist möglich und auf jeden Fall viele, viele Tore setze ich da einfach mal voraus. Ja, und ich kann mir auch jeden Spielausgang letztendlich vorstellen, aber ja, Dresden schätze ich einen Tick stärker ein. Deswegen vielleicht, wenn man den Heimvorteil ausgleichend heranzieht, ein Unentschieden. Unentschieden mit Toren ist natürlich dann gesetzt. Das gäbe schon eine 4,1. Ich würde sogar hier ein 2:2, 3:3 plus X für möglich halten. Deswegen hier mein Risikotipp des gesamten Spieltags. X und über 3,5 Tore bringt eine glatte 10,0. Wahnsinn, da kann man ordentlich was abgreifen. Ja, was der HSV ja eigentlich auch gerne möchte, aber das klappt irgendwie immer schlechter in der zweiten Liga. Ja, jetzt ist dort Darmstadt zu Gast, Hamburg, Darmstadt, zwei Städte mit klingenden Namen. HSV, 8. mit 4 Punkten. Das ist jetzt aber das 2:3 gegen St. Pauli, das Stadtderby, verloren. Das hat man sich so wahrscheinlich im Volkspark da auch nicht vorgestellt. Ja, Darmstadt ist jetzt gut aus den Startlöchern gekommen, 6:1 gegen Ingolstadt und
endlich machen sie auch mit. Das könnte doch auch eine Partie mit vielen Toren werden. Ne? Ja, Darmstadt hat ja lange zu leiden unter den Corona-Ausfällen. Ja. Entsprechend waren die Ergebnisse, ja, zum Anfang haben sie ja gar kein Licht gesehen, auch noch im DFB-Pokal ausgeschieden. Aber ja, das könnte jetzt so eine Initialzündung werden. Ja. Und ja, bei den Hamburgern, ja, da ist ja nicht nur das Schlimme, dass sie sich jetzt inzwischen schon dran gewöhnt haben, dass sie keine Derbys mehr gewinnen können. Das war jetzt ja schon das fünfte in Folge, dass sie nicht siegreich gestalten konnten, sondern es wird jetzt sogar mehr zur Gewohnheit, dass es nicht mehr unglücklich ist, sondern konsequent, weil St. Pauli irgendwie den schlüssiger zusammengestellten Kader hat, ja, und ja, gerade das Mittelfeld haben die da dominiert und hatten einfach ja das viel strukturiertere Aufbauspiel. In den letzten Jahren haben sie immer noch qualitativ die Sahne der zweiten Liga dargestellt, ja, jetzt wird es immer mehr zu so einem Eintopf. Schmand. Ja, also andererseits, vielleicht ist es sogar ganz gut für den HSV, dass sie dann mal wirklich gezwungen sind, diese Tugenden an den Tag zu legen, die ja in der zweiten Liga einzig erfolgsversprechen. Ja, das hat sich ja nun gezeigt, dass so ein Gala-Kader eben in der zweiten Liga am Ende nicht aufsteigen muss. Mhm. Also hat sich ja sogar schon dreimal gezeigt. Mhm. Ja, insofern vielleicht für die Perspektiven gar nicht so schlecht, aber jetzt gegen Darmstädter, die jetzt plötzlich auf den Geschmack gekommen sind, bin ich jetzt auch nicht so überzeugt, ob da jetzt die Trotzreaktion gelingt nach dem 2:3 gegen Pauli, auch wenn die Wettanbieter da doch ganz optimistisch sind. 1,75 gibt es nämlich für einen Heimsieg, unentschieden 3,75. Ja, ein Sieg der Lilien, eine 4,85. Ja, aber irgendwie, eigentlich sollten doch die Hamburger das Spiel gewinnen. Ich tippe auf einen Hamburger Sieg. Ja, sicher sollten es die Hamburger gewinnen, wenn sie oben dranbleiben wollen. Ja, sind ja jetzt schon dabei, abreißen zu lassen. Aber ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Darmstadt jetzt nach diesem völlig verkorksten Saisonstart so in die Spur kommt. Ja, Hamburg etwas verunsichert vielleicht. Deswegen wäre hier gegenteiliger Tipp, doppelte Chance x2. Das heißt, Darmstadt nimmt auf jeden Fall was mit, gäbe eine 2,1. Boten einfach extrem attraktiv, ja. Und weil der HSV ja auch nicht alles verlernt hat, wenn ich mich festlegen müsste bei der Drei-Wege-Wette, würde ich auf ein Unentschieden gehen. Auch hier bringt eine 3,75, ja. Und würde den Hamburgern aber auch nicht wirklich weiterhelfen. Na, Anspruch in Wirklichkeit und unter ferner Liefen. Ja, wie immer, wenn die Bettfreunde zusammenkommen. Ein schönes Schlusswort. Schreibt uns bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass der HSV jetzt plötzlich nicht mal mehr qualitativ Herausragendes zu bieten hat. Oder seht ihr das vielleicht ganz anders? Ja, was erwartet ihr von den anderen kriselnden Top-Clubs? Kommt Bremen wieder in die Spur. Ja, Schalke will ja eigentlich auch nach oben. Mhm. Ja, und gibt es ja einige Clubs, die bisher unter den Erwartungen performen. Ja, und was erwartet uns von Regensburg in den nächsten Wochen und Monaten? Das ist ja echt schon ein Ding. Ja, da die bestbesetzte Liga aller Zeiten und dann kommt da so ein Dorfverein aus Oberbayern. Aber auch Regensburg ist eine schöne Stadt. Ist eine wunderbare Stadt, aber gehört sie in die Bundesliga? Das ist die Frage. Es gibt so viele schöne Städte. Rottenburg ab der Tauber darf auch nicht mitmachen. Augsburg. Ja, gut, die sind ja noch dabei. Fürth. Ja, na gut, wir wollen das jetzt nicht überstrapazieren. Ihr kennt sicherlich auch noch ein paar schöne Städte. Müsst ihr uns nicht unbedingt in die Kommentare schreiben. Könnt ihr natürlich gern. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns auf ein wunderbares Fußballwochenende. Ja, also jetzt haben wir Bundesliga vorbereitet. Schaut da gerne nochmal rein, wenn ihr es noch nicht habt. Zweite Liga. Also solltet ihr eigentlich top informiert in das Wochenende gehen, um eure Einsätze zu tätigen, euch ein eigenes Bild zu machen. Ja, und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche dann wiedersehen. Ja, dann mal einen kurzen Blick zurückwerfen und vor allen Dingen einen ganz gewaltigen Blick voraus, was uns denn dann am dritten Spieltag der Bundesliga unter anderem erwartet. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.